Also wirklich, was ich hier schon erlebt habe, wenn man so mal die Jahre zurückblickt, echt viel erlebt. Emotional auch, privat, total emotional und viel erlebt. Grundsätzlich war es eigentlich immer so, für die Zeit, die ich bei dem jeweiligen Verein war, habe ich eigentlich immer alles versucht reinzuhauen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ehrlicherweise war das in Hannover schon so, dass ich da eine tolle Zeit hatte und auch einen schönen Abschied und nicht gedacht habe, dass es nochmal was on top drauf kommt. Aber was hier passiert ist, ist natürlich unbeschreiblich vom ersten Tag an und jetzt auch die letzten Wochen nochmal brutal intensiv, diese Gefühlswelt. Persönlich das alles ja, entgegengebracht zu bekommen von den Leuten hier, das ist echt besonders und nicht mehr klar im Stadion so offensichtlich, das ist wirklich wunderschön, aber auch so hier im Kleinen, im Allgemeinen, im alltäglichen Umgang, welche Bekundungen man da bekommt und lobende Worte, das ist schon, ja, das ist echt, echt besonders. Manchmal ist auch meine Emotion ein Stück weit übertrieben. Es gibt schon Momente, wo ich im Nachhinein bei der Betrachtung des Spiels oder der jeweiligen Situation schon mal hier und da denke, wie stellst du dich denn da an oder was ist denn da? Da ist ja das Fohlen mit dir durchgegangen. Da hätte man anders reagieren können. Das stimmt schon, wenn man es rational betrachtet, aber es ist auch ein Teil meines Wesens, dass ich da so emotional drin bin. Aber das macht mich auch dann auch so gut auf dem Platz, dass ich diese Emotionalität auch ein Stück weit brauche für mein Spiel. Klar, rational habe ich auch viele gute Spiele gemacht, aber gerade emotional und wenn es darauf ankam und wenn es besondere Spiele sind, dann hat es bei mir schon noch mal irgendwas so Besonderes ausgelöst und auch ja, zu der einen oder anderen besonderen Leistung beigetragen. Natürlich wird mir bewusst, dass man relativ viele Tore gemacht hat und der Statistik relativ weit vorne ist. Und jetzt auch zum Ende her wird man immer mehr mit dieser Statistik auch konfrontiert und man klettert hier und da den einen Platz und trägt sich auch so ein Stück weit in die Geschichtsbücher ein. Und wenn man dann sieht, welche Namen, dass es schon ein Stück weit her ist, als die anderen Plätze vergeben wurde oder diese Anzahl an Toren gemacht wurde, dass es schon ein gutes Stück her ist, aber so richtig bewusst wird es wahrscheinlich dann erst so danach, wenn du dann von außen drauf blickst, weil du bist ja jetzt gerade noch mittendrin und du siehst dich als Spieler ja nie so groß, wenn du aktuell noch auf dem Platz stehst, sondern eher vielleicht dann danach, wenn du dann den Blickwinkel so ein bisschen geändert hast und dann von außen drauf guckst, dann wird dir vielleicht noch mehr bewusst, wie besonders das eigentlich ist und ja, auch wieder ein mega stolzes Gefühl, solche Statistiken zu haben, weil das ist ja besonders. Das zeigt schon, dass ja, die eine oder andere gute Leistung dabei war. 83 Tore, kannst du dich an dein erstes für Borussia Mönchengladbach erinnern? Was war das? St. Pauli. Doppelpack. Ich will es jetzt nicht heraus, also wir können jetzt kein Quiz draus machen oder ein Spiel draus machen, aber ich würde sagen, ich kann mich an jedes Tor noch erinnern. Eins der technisch hochwertigsten war natürlich in Bremen. Also eins der besondersten. Weil natürlich ja der erstmal Champions League in der Vereinsgeschichte, also diesen Wettbewerb so betitelt. Dann das erste Tor zu machen im Heimspiel hier, auch wieder vor der Nordkurve, das war schon sehr besonders. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber es ist brutal besonders, wirklich. Wir haben einfach dreimal Champions League gespielt. Das basiert Mannschaften wie klar Bayern, Dortmund. Und dann wird es schon eng in der Kontinuität, Leipzig, Leverkusen vielleicht noch, aber für alle anderen ist es vielleicht mal ein Ausflug, europäisch zu spielen. Wir haben es in 8 Jahren dreimal geschafft.
Und es war wirklich unglaublich gegen Mannschaften wie Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Juventus Turin. Wir hatten natürlich auch unfassbar coole Lose. Natürlich brutal schwer, aber wir haben schon gegen die Creme de la Creme im europäischen Fußball spielen dürfen. Und ja, das wird man nie vergessen, dass man wirklich mal mit Real Madrid auf dem Platz stand oder mit Manchester City im Achtelfinale der Champions League unter seltsamen Umständen, das stimmt. Aber einfach da sich duelliert hat mit den ganz, ganz, ganz Großen. Es sind schon ein, zwei Momente, die ja ein Stück weit ärgerlich waren. Jetzt nicht mal so, dass wir was zum Greifen nah hatten, sondern einfach nur die Möglichkeit mal, um was zu spielen, war zum Greifen nah so. Man hatte so das Gefühl, gerade zu der Zeit oder auch hier, war das Viertelfinale Dortmund, da hat man einfach gemerkt, boah, mit ein, zwei besonderen Spielen kann man was ganz Großes schaffen. Und ja, dieses ganz dicke Ausrufezeichen, das ist mir leider verwehrt geblieben. Das tut auch ein bisschen weh, gerade wenn man jetzt so rückblickend die letzten 8 Jahre Sieg, so gegen Ende, aber es ist nichts Unnormales, also es geht ja ganz vielen so. Trotzdem wünscht man sich das, aber trotzdem waren das immer besondere Momente, hier und da ein bisschen schade, weil wirklich, ja, es ist halt so, dann sind es Kleinigkeiten auf dem Niveau und die an den Tagen dann gegen uns gesprochen haben, auch im Ergebnis und dann rausgeflogen bist, aber man hat so gemerkt, dass dieser Glaube zu der Zeit echt riesig war, mal was Besonderes zu schaffen. Und das ist das, was es so schade macht. Ja, natürlich besonders, also wenn dir sowas gelingt. Es war aber so wieder diese ganzen Umstände. Viele Borussia-Fans dabei, zu Hause verloren, auswärts hinten, dann noch gedreht, so wieder so ein bisschen Comeback-mäßig. Was so oftmals steht, so für meine Zeit hier bei Borussia, ist mir sehr häufig gelungen. Aber auch dann der Umstand, weitergekommen zu sein in so einem Spiel und dann noch mit der Mannschaft nach einem Hotel zu verweilen, auf der Dachterrasse in Florenz, in Italien zu sitzen, Cola Light zu trinken, wie es der Flacco meinte. Ja, diese Umstände ist echt, das macht es halt so, diese internationalen Reisen macht es halt immer so besonders und es ist auch besonders. Und wenn du dann da noch so erfolgreich bist, gerade auswärts, trägt das halt zur Stimmung bei und zu diesem nachhaltigen Gedanken und Erinnerungen, die jeder Spieler hat. Also ich habe eben schon gesagt, dass mir wahrscheinlich alle Tore noch im Kopf oder durch den Kopf gehen und ich alle größtenteils zuordnen kann. Und natürlich auch so Momente wie in München nach der langen Zeit, als der Trainer auch nur in der Pressekonferenz gesagt hat, ich spiele nicht und dann bei mir dann am Tag davor oder am Tag selbst, ich weiß gar nicht mehr, gesagt hat, ja, ich spiele es morgen von Anfang an. Sehr überraschend, aber hat ja funktioniert. Dann gewinnen wir das Spiel da 3-0 bei den Bayern in der Allianz Arena. Und mit dem Wissen, dass wir am nächsten Tag aufs Oktoberfest fliegen mit ein paar Jungs. Also da hat natürlich auch wieder alles gepasst. Und dann sitzt du danach noch beim Rückflug zusammen und am nächsten Tag schon wieder mit ein paar Jungs. Erst in der Kabine und dann später auf dem Oktoberfest. Also, diese Umstände machen ja, die Spiele sind schon besonders, aber die Umstände machen es so was ganz Besonderes. Also wirklich, was ich hier schon erlebt habe, wenn man so mal die Jahre zurückblickt, echt viel erlebt. Emotional auch, privat, total emotional und viel erlebt. Rom war auch so, dass meine Frau hochschwanger war und sich auch angedeutet hat, dass der Kleine auf die Welt kam. Und ich dann mit damals mit Marco noch im Austausch war und ja, wir eigentlich 3 Tage, Tag vor Anreisen, Spieltag und dann 3 Tage in Rom und ich so ein bisschen Bammel hatte, dass ich dann die Geburt verpassen könnte und Marco total cool in seiner lässigen Art, wie er immer gesagt hat, Junge, bleib zu Hause und wenn am Spieltag alles ruhig ist und du das Gefühl hast, da passiert nichts, dann nimmst du einen von den 100.000 Fliegern, die da nach Rom fliegen und fliegst hinterher. Und das haben wir dann so gemacht, am nächsten Tag aufgewacht, am Spieltag. Alles gut gefühlt, alles ruhig gewesen. Und ich dann mittags gemütlich am Düsseldorfer Flughafen privat gefahren bin, in den Flieger eingestiegen und der Christopher Heimeroth mich abgeholt hat. Und dann so den ersten Kontakt zur Mannschaft hatte ich dann so um
ja, 16, 17 Uhr irgendwann beim Pre-Match-Meal, wie es heutzutage professionell heißt. Ja, und dann der Coach gesagt hat, und alles ruhig, ja, alles ruhig. Wie lange kannst du spielen? Ja, fühle mich gut. Und dann schau dich am Ende rein, so auf die Art. Und dann gab es ja die Szene mit dem Elfmeter, der berechtigte Handelfmeter in dem Spiel. Und ich natürlich wusste, ich musste nicht schießen. Und das hat natürlich alles gepasst. Und dann, ja, nach dem Spiel direkt angerufen habe, immer alles ruhig geblieben. Aber ich glaube, dieser Elfmeter in der Nachspielzeit dann auch nicht zur Beruhigung der Nerven meiner Frau beigetragen haben in der Phase. Und die dann gesagt hat, okay, alles cool, aber jetzt wäre ganz gut, wenn ihr demnächst zurückkommt. Und dann sind wir nachts noch zurückgeflogen. Ich glaube, wir waren so um 3 zu Hause. Und um 6 Uhr mussten wir ins Krankenhaus. Und, oder um 6 Uhr sind wir dann aufgestanden, 7 Uhr sind wir ins Krankenhaus morgens und der Kleine kam auf die Welt. Also hat top gepasst, hat sie gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals schon gesagt, ey, ich genieße jeden Moment, weil das ist was ganz, ganz Besonderes, Nationalmannschaft zu spielen. Und das ist eigentlich, wenn ehrlich ist, jeder Deutsche, der in der Bundesliga spielt oder auch die anderen, träumt schon mal irgendwann für die Nationalmannschaft zu spielen. Und wenn man dann so lange auch dabei ist, hat man immer die Hoffnung, irgendwann mal eingeladen zu werden. Und damals waren die Umstände so, dass der Bundestrainer ein bisschen was ausprobiert hat und eine bisschen andere Truppe mit nach Russland zum Konfliktkampf genommen hat und ich da Teil war. Und es echt gut, ganz gut lief auch bei der Borussia und dann vor Ort hat natürlich alles gepasst. Eine super Truppe gehabt, gute Charaktere, gute Mannschaft, echt ein cooles Team. Das Ding sogar gewonnen haben und im Finale dann noch das Tor zu machen. Ja, in einem Turnier, das für in der allgemeinen Wahrnehmung natürlich nicht so groß ist, ist ja auch, kann ich auch verstehen. Es gibt ja nur die zwei Turniere mit EM und WM. Aber bei mir persönlich schon einen hohen Stellenwert hat und dann da das Finale zu entscheiden, ja, auch das ist ein besonderer Moment in der Karriere. Aber in der Zeit haben da ganz viele Menschen geguckt und die Daumen gedrückt, weil einfach eine junge, coole Truppe auf dem Platz war, die ja jetzt nicht so bekannt war und nicht so allgegenwärtig, sondern einfach Jungs, die ihren Traum so ein bisschen gelebt haben. War ja relativ früh zum Spiel, wo ich dann mir das Schienbein gebrochen habe. Aber mit der Vergangenheit, dass ein Jahr vorher gerade zum selben Zeitpunkt mir das Syndesmose-Band gerissen, ich da schon ein paar Monate ausgefallen bin, dann ich wusste, okay, jetzt ist wieder relativ lange. Da hat man schon den einen oder anderen Gedanken in eine ganz andere Richtung, was die Sportlerkarriere betrifft. Aber mir war relativ schnell dann nach dem Gespräch auch mit der Hacking, der glaube ich sogar im Krankenhaus war noch in Hannover, oder die haben wir telefoniert, ich weiß gar nicht mehr, bin jetzt gar nicht mehr so. War mir relativ klar, dass ich wieder zurückkehren möchte, und, aber dass ein harter Weg ist. Und da ich ja die Reha gerade ein Dreivierteljahr vorher gemacht habe, wusste ich halt und beziehungsweise wusste ich leider genau, was auf mich zukommt und wie schwer das wird. Deswegen war das nicht ganz einfach, der Moment oder die Stunden und die Tage nach der ja, echt schweren Verletzung. Das ist auch so ein Ansporn dann immer auch in dieser Reha-Phase oder eine gewisse Motivation auch irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen, weil du siehst dann die Jungs beim Training und das sind dann so kleine Schritte in so einer Reha, in so einer ganz langen Zeit, wo du dann die Reha machst, so peu à peu sich wieder ran zu arbeiten an die Mannschaft, dann die Mannschaft irgendwann aus dem Kraftraum rauszukommen, wieder auf den Platz zu kommen, dann irgendwann auf den Trainingsplatz zu kommen. Und du bist ja hier im Stadion, gerade bei den Heimspielen, und guckst zu. Und das ist eine Riesenmotivation, irgendwann wieder ja, hier im Stadion aufzulaufen vor diesem Publikum. Und das macht viel aus. Das gibt einem auch Kraft und Halt. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass damals André Schubert und Max Eberl, die Verantwortlichen noch, das mir mitgeteilt haben und ich aber gesagt habe, ich habe es aber schon mal irgendwo angedeutet, lass mal ein paar Tage Zeit, weil ich möchte erst mal drüber nachdenken. Weil ich ja wusste aus meiner Zeit Hannover, welche Verantwortung das ist und dass es halt auch im Laufe einer Vereins- oder im Laufe einer Karriere und der Zeit beim Verein gibt es auch Momente, die nicht so ganz einfach ist. Und da muss man schon bewusst sein, welche Verantwortung man hat und auch damit umgehen können. Und hier ist ja alles nochmal viel größer und nochmal besonders. Sehr besonders. Und dessen war ich mir halt bewusst und wollte deshalb erstmal versuchen, die Gedanken ein bisschen einzuordnen, auch mir klar zu machen, was das heißt. Deswegen habe ich da erstmal ein paar Tage drüber nachdenken wollen und dann aber ja, relativ zeitig auch gesagt, ich mache das mit voller,
voller Energie, voller Vorfreude mit allem, was ich habe. Natürlich hat die Erfahrung mir gut getan, das schon mal ausgeübt zu haben, das Amt. Auch wenn es hier ein bisschen anders ist und größer ist. Aber ich habe da immer versucht, so authentisch wie möglich zu bleiben. Und so meine Art der Kommunikation, der Verantwortung, der Einstellung jeden Tag einzubringen. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert. Man stumpft nicht ab, aber man kriegt so diese Wertschätzung für die Besonderheit. Durch die Häufigkeit, wenn man es ausübt, geht ja irgendwann so ein Stück weit verloren. Aber wenn dann so die Kids oder so ganz einfache Fragen aufkommen, warum du immer ganz vorne läufst, warum läufst du immer als Erster rein und so, dann wird man einfach bewusst, also die Leute haben eine gewisse Wahrnehmung, so die Kinder oder auch die anderen Menschen, denen ist das bewusst, dass ich jedes Mal ganz vorne weglaufe und dass es eine besondere Ehre ist, ein besonderes Amt, dass ich da ausüben darf. Und ja, das muss man sich ab und zu mal wieder in den Kopf reinrufen, weil es echt eine schöne, ehrenvolle, coole Sache ist, Kapitän bei Borussia Mönchengladbach zu sein. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe immer schon ein gutes Gefühl hier gehabt bei der Borussia, und dass es halt miteinander passt, das war eigentlich schon, also ist ja klar, seit Tag 1 gefühlt schon. Aber in den letzten Wochen, wie viel positive Rückmeldungen, wie viel Liebesbekundungen ich, was die Borussia betrifft, mit meiner Person bekomme, das ist schon unglaublich. Und das macht mich auf der einen Seite mega stolz, zeigt so ein bisschen, dass hier und da das eine oder andere ganz richtig war. Aber es gibt mir insgesamt einfach nur ein echt schönes, positives Gefühl. Also es fühlt sich einfach gut an. Und es freut mich einfach, dass ich so in so positiver Erinnerung dann oder so positiven Gedanken bei den Fans bin. Das ist schon echt was Besonderes, und das hat einen richtig hohen Stellenwert auch bei mir persönlich so innen drin. Thank you.